Hallo zusammen, ich bin mal wieder beim Messerkontor und habe gedacht, ich nutze die Gelegenheit, ein paar schöne Messer in die Kamera zu halten. Hier haben wir von Roland Lanier das Why So Serious in der großen Ausführung und das Just a Little Serious in der kleinen Ausführung. Kurz zu den Maßen, das Große hat eine Gesamtlänge von 23,5 cm und das Kleine 20,5 cm. Ich mache die mal auf. Die Klingenlänge beträgt übrigens bei dem Kleinen 9,5 cm und bei dem Großen 10,5 cm. Die Griffe sind aus Korean und hier haben wir einen Bambus-Backspacer. Dann haben wir das Kleine mit Carbon-Griffen und die sind wirklich wunderbar poliert worden. Und der Backspacer ist aus Glow in the Dark. Also wenn ich das Licht ausmachen würde, würde der nachleuchten. Dann gibt es noch diese Vinyl Edition aus alten Schallplatten. Und da kann man auch aussuchen, ob man einen Bambus-Backspacer haben möchte oder einen aus einem alten Gitarrenhals. Wobei der Gitarrenhals noch ein kleines bisschen teurer ist, allerdings auch deutlich mehr Stil hat, wie ich finde. Schaut euch mal dieses schöne Holz hier an. Also dieses Weiße hier hat es mir schon angetan. Aber auch das Schwarze ist sehr schick. Hier sieht man auch die Rillen von der Schallplatte. Dann haben wir hier den Joker mit lila Mikata. Kann ich leider nicht ganz so gut einfangen. Da müsst ihr jetzt mal einfach glauben, das ist in Wirklichkeit lila. Auch sehr, sehr schick. Und ich glaube, davon nehme ich mir auch eins mit. Dann haben wir hier nochmal Korian in Grau. Das erinnert so ein bisschen an Marmor. Das hat jetzt wirklich einen butterweichen Klingengang. Die haben übrigens auch alle eine eigene Seriennummer. Das hier gefällt mir auch extrem gut. Ist leider die große Version. Die ist mir persönlich schon ein bisschen zu groß. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, 23,5 cm. Die Seite auch nicht ganz so schön, aber die Seite ist echt ein Traum. Sieht irgendwie so aus wie ein Science Fiction aus den 90ern. Ist ein altes Raumschiff. Finde ich extrem cool gemacht. Und dann haben wir jetzt noch rotes Mikata. Auch wieder mit dem Bambus Backspacer.
Und die Messer kommen immer in so einer Bambushülle hier. Finde ich auch sehr schön gemacht. Und da drin ist auch noch so eine kleine Tasche zum Transportieren. Mit dem Logo von Roland Lanier. Messer und Gabel. Die Idee dahinter ist, dass man die Messer mitnimmt, wenn man im Restaurant essen ist. Und dann sein Essen selbst schneidet und nicht auf das stumpfe Schneidwerkzeug zurückgreifen muss, was man oft kriegt. Insgesamt sehr schön gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Teil.